Hallo, Wally hier und willkommen zurück zu Total War Warhammer 2. Wo ich, glaube ich, überlegen wollte, ob was die beiden jetzt machen sollen, ne? Oder ob ich, nee, ob ich was baue, ne? Ach, ich hab's wieder vergessen. So, okay, wir haben immer noch unser Finanzmittelproblem. Wenn wir genug Feinde vernichten, ist das ja theoretisch egal. Xottl ist in einer Runde auf alle Fälle gut verteidigt. Itza eher weniger. Itza hat zwei Runden, ehe die ankommen. Ich weiß nicht, ich bekomme da niemals. Ich bekomme da vielleicht doch noch rechtzeitig eine Armee hin. Der Marsch geht schneller. Weil die einen wurden doch von den Echsen, glaube ich, verlangsamt, ne? Das heißt, mit ganz viel Glück . Das ist natürlich jetzt super, wenn du das jetzt nimmst, aber wir nehmen lieber das Versengen mit, weil du wirst in den Kampf gehen. Mit ganz viel Glück müssen die diese Runde stehen bleiben. Dann kommen wir aber wahrscheinlich nur bis hier. Na, das werden sie nicht schaffen. Etwas zu bauen wird es auch nicht bringen, weil das braucht einfach alles zu lange, selbst wenn es jetzt Garnison bringen würde. Es braucht ja alles drei Runden, auch wenn ich den ja, ich baue jetzt die Dings hier, aber drei Runden wird zu lange dauern. Den Guacamole-Krater, ich das natürlich noch baue, ist ja. Der wird ihr, das wird auf alle Fälle. Also diese Provinz hier, ne, die ist hart für den Feind, was da alles steht. So, ah ja, du möchtest immer noch, dass das ausgebaut wird, ne? Was ich jetzt auch machen werde? Fragezeichen? Nein, weil kein Geld. Nächste Runde Mahlstromritual wäre auch interessant. Da müsstet ihr aber erstmal, da müsste ich euch. Es würde, glaube ich, reichen, wenn ich Skrolk zurückschicke. Die Dings aufhalten. Und du verteidigst die südlichen Wächter. Falls die hier doch auf seltsame Ideen kommen. Okay, warten wir erstmal auf die nächste Runde. Gucken, was sich da so tut. Er kann sich doch bewegen. Ich dachte, du wurdest hier behindert, feindliche Armee und so. Er wird Xottl angreifen. Weil er da weiß, dass da ein Feind drin ist. Bei Itza weiß er es nicht. Wird Xottl jetzt mit seinem Dings fertig? Ja, ne? Aktuell noch 14. Ritus des Erweckens. Ein Slan-Magier-Priester. Achso, okay. Ich habe mir gerade Sorgen gemacht, dass. Was? Weil wir 1060 brauchen, nicht 1000. Gexottl hat jetzt eine Garnison von 16. Kann direkt weiter durchziehen. Es kommt ein Angriff von 8. Also ernsthaft. Du marschierst jetzt nach da. Da du in der Siedlung bist, kannst du. Nee. Schade. Hat doch. Okay. Wir haben dich. Du kannst auf See gehen. Das ist auch schön.
Kannst dann überall anlanden. Dann kriegen wir dich in zwei Zügen zur Kammer der Vision. Ich möchte jetzt gerne mein Schiff sehen. Ein Skavenboot. Schick. Next time. Okay, next time dann halt. Ach, jetzt wollte ich vergesse mal, ich denke, das klickt dann durch, aber es macht ja die andere Taste. Du kannst da direkt angreifen. Du kommst da auch direkt vor. Moment. Verdammte Scheiße. Sei eine Promenade hat den Hafen und nichts, was eine Mauer bringt. Ja, machen wir automatisch. Knapper Sieg? Ernsthaft? Ich hab was verloren. Zumindest laut dieser Anzeige hier. Gut, wir haben fast ein Drittel unserer Einheiten verloren, aber eher alles. Wir sind dabei, diese Provinz einzunehmen, ne? Persönliches Engagement in Schlachten. Weil man das dann oder weil er selber am Kämpfen ist, ich weiß es nicht. Feind getötet. Gauners Scherbe. Für den anderen Typen. Okay, wir haben jetzt trotzdem ein Minus von 32, weil die Instabilität natürlich unglaublich hart ist. Verdammt, so, Meister dabei. Du bist noch ganz am Anfang und gönnst dir ein bisschen Geschwindigkeit. Genau, geh mal einen Meter noch nach da. Dann müssen wir das noch einnehmen. Da müssen wir hier hinten eigentlich gucken. Ich weiß nicht, wo hier. Wenn wir den noch haben, ist das hier auch unsere Provinz. Da ist nur eine Stadt mit Mauer für aber 13 Garnisonen. Das ist in Ordnung. Wir sind schon fast raus aus dem Miesen. Das ist gut. Die Siedlungsverbesserung ist hier. Kammer der Vision. Ich werde auch die Kammer der Vision eher hochsetzen, weil die ist wichtig. Die Seefahrt war diese Runde. Die Verbesserung hier ziehen wir jetzt auch durch, weil jetzt haben wir gerade ein bisschen Geld. Jetzt überlege ich gerade, ob wir, nein, das ist zu teuer. Du bist auch gerade angekommen. Du wirst jetzt da angreifen. Oder du ziehst dich jetzt zurück. Weil an deiner Stelle würde ich mir jetzt gerade mal einen Kopf machen, was hier gerade passiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und vielleicht noch eine 8. Wenn da vorne nämlich noch eine ist. 9. Stärkerang 32. So weit unten, ich glaube, es gibt keinen, der schwächer ist. War doch da. Zlatlan ist kleiner. Die wandelnden Toten, ja. Ich hätte eigentlich gerne mit euch hier, mit unseren Ringeln hier,
Euch würde ich jetzt doch gerne mal einen Nicht-Angriffspakt vorschlagen. Einfach nur, weil, warum nicht? Dann halt nicht. Ich habe keinen Bock auf so viel Stress. Ich würde sagen, dass das Ding da unten noch eine Insel hat. Ich weiß nicht, wo das sonst sein soll. Clan Mors. Ach, Clan Mors. Ja, Kollege. Ist in Ordnung. Ich mach die hier platt und dann hast du wahrscheinlich das hier. Dann haben wir fast schon eine gemeinsame Grenze. Ist in Ordnung. Ich mach die auch nur einfach nur niederreißen, ne? Nur für dich. Noch mehr exotische Tiere. Ich müsste die Glocke hochsetzen, aber es kostet so viel. Okay. Er hat sich jetzt doch, so doch gedacht, so verdammte Kacke. Ich hau ab. Hey, ist in Ordnung, kannst du gerne machen. Jetzt dauert es noch wahrscheinlich 2-3 Runden. Ich werde diese Doppelprovinz da auch noch einnehmen. Und das hier, wo ihr rumlauft, muss ich eigentlich auch einnehmen. Oder zumindest platt machen. Das wird ja schon reichen. Wäre aber, glaube ich, jetzt erst einmal zu viel des Guten. Weil ich müsste einen neuen Krieg erklären. Und mich jetzt schon wieder mit Echsenmenschen anlegen. Ich weiß nicht. Wobei, dann hätte ich keinen Feind mehr im Süden. Dann muss ich nur noch nach Norden. Okay, wieder ein Slan-Magier, okay. Öffentliche Ordnung plus 3, das ist super. Unbeständiger Mahlstrom. Mehr Energie, Kontrollverlust ist aber höher bei den Magiern, ja super. Die Wächter von Xeti. Haben hier 5. Da 7. Wir haben hier die Armee. Die jetzt irgendwo wieder an Land gehen muss. Da. Achso, die läuft dann hier einfach rüber. War jetzt auch nicht wirklich schneller, ne? Das ist eure neue Hauptstadt. Die Säulen der ungesehenen Sternbilder. Ah, von mir aus. So, ihr habt die beiden Siedlungen. Ich fühle mich immer noch dazu genötigt, euch anzugreifen. So. Wir nehmen wieder beide Truppen. Einfach weil wir es können. Da, wofür haben wir sie denn? Entscheidender Sieg. Super. Wieder ordentlich was verloren. Ein paar Clanratten komplett weg. Müssen wir wenigstens wieder ein Plus. Wir besetzen es. Dann haben wir nämlich die Provinz für uns. Und du kannst jetzt theoretisch mal auf Marschgeschwindigkeit gehen. Na, warte mal. Erst einmal nehmen wir euch, fassen euch zusammen. Nehmen euch, fassen euch zusammen. Spart Kosten. Dann wirst du eigentlich hier. Du wirst hier die Defensivarmee werden. Und du hättest in irgendeine Stadt reingemusst, verdammt. Jetzt werden wir hier gleich auch wieder einen Aufstand haben, warum auch nicht, ne? Nur was hast du denn? Möglich Blitzschlachten, wenn Verstärkung anwesend sind.
Unterhalt für diese, für alle Einheiten der Armee des Kommandanten, Erfolgschancen und Chance auf Diebstahl, Einkommen nach, aus Beute nach der Schlacht. Das klingt nicht schlecht. Ich bin für günstigeren Unterhalt. Weil du eine teure Armee kriegst. Und ich habe gar nicht geguckt, ob hier oben jetzt auch irgendwas Interessantes ist für nach. Aber das gucken wir dann. Okay. So, wir haben das hier eingenommen. Wir können was ausbauen. Ich bin für... eigentlich für euch. Weil du eine Grenze zum Feind darstellst. So. Du wirst nach Itza, das ist gut. So, zup. So, warte mal, irgendwas wollte ich da noch machen. Und hier müssen wir mal gucken, wie es mit dem Aufstand gleich wird. Wir haben jetzt auf alle Fälle einen positiven Finanzbestand. Geht die Korruption hier noch hoch? Ja, die geht hoch. Das ist gut. Ja, ich mag die... also die Scaven-Produktion habe... Korruption haben wir... nicht wirklich im Griff. Du kannst sie noch nicht bewegen. Jetzt bin ich ja... okay, machen wir erstmal die Forschung. So, wir nehmen die virulenten Pläne und können danach für die Seuchenmönche mehr schaden. Das klingt gut, weil Seuchenmönche haben wir relativ viele. Ihr könnt noch was bauen. Wir gehen hier voll weiter auf Warpstein. Wir haben zwei Teile, die Warpstein produzieren. Das bringt Hafen. Ich doch mal mehr Geld. Mache ich auch. Und dann bauen wir noch was. Ich wollte gerade sagen, wir bauen etwas, was Garnison bringt, aber haben wir wieder nichts, ne? Wir könnten die Müllgrube trotzdem bauen, weil die Rekrutierungskosten für die lokale Armee trotzdem günstiger machen. Ein Erlass ist verfügbar, das war hier unten, genau. Und zwar wollen wir jetzt nicht mehr Geld. Wir haben ein Minus 1. Wollen wir mehr Nahrung haben? Eigentlich müssen wir auf die Ordnung gehen. Hilft uns jetzt auch nicht mehr. Das heißt, wir gehen auf Nahrung und verzichten auf Geld? Ja. Rebellion steht bevor. Ja, das habe ich begriffen. Aber die bricht bestimmt da oben aus. Na ja, gut. Wo sind die Rebellen? So, du läufst nach da. Ist nicht schlimm. Es treffen sich gleich zwei Armeen in deinem Zielbereich. Wir werden die beiden Provinzen nämlich noch einnehmen. Also die beiden Siedlungen, um die Provinz dann noch für uns zu beanspruchen. Ach, und unsere eine Armee, die muss ja noch weiter nach Osten ziehen, ne? Da sitzen die Lehrmeister ja auch noch, in der einen, die wir uns mit dem anderen Clan teilen. Ist nicht schlimm, das können wir auch später noch machen. Erstmal müssen wir jetzt gleich die Rebellion aufhalten. Na, wo ist sie? Da. Ein kleiner Trupp ist das, okay. Der plündert hier oben auch, okay. Wir haben unsere Forschung, ist nicht schlimm. Jetzt gehen wir auf... okay. Kumpel.
Du marschierst jetzt doch erstmal nach da. Wir müssen die Rebellion aufhalten. Du marschierst jetzt nach da, weil wir da noch den Feind haben. Auf die Echsenmenschen brauchen wir jetzt noch nicht so aufpassen. In einer Runde können wir leider nur ganz günstige Sachen ausbilden. Die hier alle nicht, weil die zu teuer sind. Warum haben wir jetzt auf einmal so ein Minus? Ach, weil jetzt du greifst? Steuer mal 70, ja. Nö, ist halt so. Tunnel dich mal in die Kammer der Visionen. Ordnungsmäßig sieht es eigentlich überall super aus. Du tunnelst dich auch mal einfach mal hinter denen her. Wir dürfen nichts bauen. Das Ritual, ja, okay, ist verfügbar. Möchte ich aber jetzt nicht durchführen, weil wir haben keine Armee in den drei Städten, die nachher angegriffen werden könnten. Ja, wir wollen ja nicht, wollen ja kein Risiko eingehen. So, ihr verliert jetzt so viel Geld, weil ist auch irgendwie plündern irgendwie mit bei. Nein. Okay, nächste Runde kommst du da an und kannst die wegklatschen. Das ist nix. Und das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.